Sussy Ben, yes. Soutien aux enfants de la rue. Sussy Ben, au secours, Sussy Ben, sauvez-nous. Sussy Ben, yes. Und 2008 habe ich ein Land kennengelernt, was ein bisschen anders ist als andere Länder in Afrika. Und das hat mich sehr berührt. Ich war eigentlich geschäftlich dort, bin wieder gegangen, habe mehrmals in das Land gehen. Und es ist eine Hauptstadt, die heisst Bangui. Das ist eine Stadt, die so gross ist, ungefähr wie Biel, die in der Schweiz wohnen. Es ist eine kleinere Stadt und dort hat es ungefähr 6'000 Strassenkinder. Im Alter von so bis gross. Zu Zentralafrika. Zentralafrika ist eigentlich das Herz von Afrika. Ist über dem Kongo, neben Kamerun und ich komme da oben mit dem Tschad und dem Sudan. Das Land hat eigentlich immer wieder Putsch gehabt, Rebellen und eigentlich das, was der Kongo auch kennt. Ich möchte jetzt politisch eigentlich nicht mehr auf das Land eingehen. Das Land ist ungefähr 600'000 Quadratkilometer, das heisst etwa 15 Mal so groß wie die Schweiz. Hat aber nur 4 Millionen Einwohner. Also so einfach, dass man sich kein Bild machen kann von der Größe und von der Fläche, die es dort hat. Oder hätte, zum Beispiel. So, wie gesagt, ich bin dann 2008 in das Land gegangen, bin wieder zurückgekommen, wieder gegangen und habe die vielen Kinder gesehen und habe mir überlegt, was kann ich machen, habe Analyse gemacht vor Ort, wieso, dass die anderen Hilfswege das nicht in den Griff kriegen und bin heimgegangen, habe selber das Projekt geschrieben. Hier, das Bild ist ein bisschen klein, leider. Wir sind dort gerade, also dort war gerade der Zeitpunkt, wo ich selber in Afrika war. Wir sind dort gerade zum Lehrmeister vorbeigegangen, haben mit dem Lehrmeister diskutiert, wie es geht, wie es läuft, was er noch braucht, wie seine Weiterbildung. Das sind wieder so Bilder, die sich jetzt wiederholen, aber ich denke, das Grundprinzip haben sie verstanden. Was noch wichtig ist zu sagen, ist meine Motivation, warum ich selber angefangen habe, ist, ich habe mal geschaut, wieso, dass aus so viel Geld so wenig gemacht wird. Und ich habe gesehen, dass ich mit so wenig Geld so viel machen kann. Und wenn 100% wirklich ankommt, dann ist wirklich viel möglich. Und es ist mit wenig Geld. Das ist Sache, wo ich... Wir betreuen ca. 200 Kinder. Und ich denke, das ist nur möglich in dieser Masse, mit so einem kleinen Hilfsweg, den ich habe, wenn wirklich 100% ankommt. Durch das, dass alle freiwillig arbeiten, durch das, dass ich Musiker habe, die freiwillig auf die Bühne stehen, ohne Gage. Durch das, dass ich Techniker habe. Tönt das gut? Ja! Ah, schon viel besser. Okay, jetzt ein Happen Essen, eine leckere Vorspeise. Für das gehen wir alle hinterher ins Restaurant. Und dann freuen wir uns auf den nächsten musikalischen Beitrag. Keine Sorge, ich werde euch dann wieder dafür pfeifen. In dem Sinn, einen guten und bis bald. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse terrasertaneja.net. Thomas Schaufert, erste Ausgabe von diesem Charity-Event. Was sind deine Eindrücke? Die Eindrücke sind, wir haben unglaubliche Vielfalt von Musikern hier gehabt, jetzt oben. Und natürlich auch tolle Gäste.
Fantastisch. Wie viele Kontinente sind heute anwesend? Also Indien, halb Afrika, natürlich Schweiz, Europa, Asien hat noch etwas gefehlt, Amerika hat auch noch etwas gefehlt, aber die kommen dann auch noch. Wir können uns freuen. Ich habe gehört, im März gibt es eine Wiederholung von diesem Event. Was erwartet uns im März? 29. März. Was erwartet uns da? Wir wissen es noch nicht genau, wir sind in der Programmierung. Lasst euch überraschen, verfolgt uns auf Facebook, Kinder der Welt oder So Sui Ben oder Global Humanistic Benefits Foundation. Alles ganz einfache Namen. Schaut dort, was abgeht. Und lohnt es sich dann auch, um da hinzukommen? Jawohl, es lohnt sich vor allem für die Entwicklungsprojekte, die wir daran arbeiten. Und für Musikliebhaber und für solche, die sehr gerne dinieren in einer Ambiance, die da einmalig ist auf dem Schiff. So ist es. Uns geht es darum, einerseits natürlich Kultur zu zeigen, Musik zu zeigen, aber auch andere Kunst zu zeigen. Aber auch deine zur Verfügung zu stellen, dass man networken kann, neue Leute kennenlernen, vielleicht neue Projekte entstehen. Ja. Cool. Danke vielmals. Das war der Thomas Schaufer, hier live in Basel vom Charity Event 2013. Mit Wiederholung im 14. 29. März. Wir freuen uns. To reach and never lose. You're dancing.
sueño de niño para allá África. Y de mis amigos yo de Cuba sueño aquí. Les enfants du monde. Yeah.